Hallo alle zusammen und willkommen zurück zu einem neuen Part von Paper Mario 64. Im letzten Part haben wir uns tierisch verlaufen, haben unseren Hampu und Lucky Lester den Ultra-Rang verliehen. Ich habe es herausgefunden, wie das funktioniert. Und jetzt gehe ich hier durch. Nachdem ich gecheckt habe, dass ich da raufspringen muss. So. So. Zack. Und hier kommt ein Blooper. Gut, dass ich mich im letzten Part geheilt habe. Und der ist ja voll gigantisch. Ich sehe ja gar nicht mehr. So weit komme ich ja gar nicht drauf. Davon bin ich ehrlich gesagt nicht. So. Autsch. Der macht viel Damage. Der macht verdammt viel Damage. Der macht viel Damage. Der macht wirklich verdammt viel Damage. Mist, aber wenigstens drei Runden lang. So. Kann ich dir wenigstens auf den Kopf springen? Oh nö, ne? Nicht wirklich. Da muss ich einen Stachelwurf machen. Leben immer noch. Das ist mir nicht so toll. So. Oh, jetzt haben wir 4 Lebenspunkte abgezogen. Nicht ernsthaft. Nicht euer Ernst. Okay, ist daneben. Was macht der? Er wird böse. Nee, ich werde auch gleich böse. Ich hole meine Sterne. So. Zack, zack, bam, bam, bam. Jetzt sollten die Kleinen weg sein. Der Große sollte sie wieder nicht beruhigt haben. Ich glaube, ich mache nochmal eine Wolke 7 auf dich. So, 4 Runden lang sind wir geschützt. Ich meine, der sieht echt böse aus. Ach du Kacke. Mann. Du bist doof. Mach mir voll viel Damage. Jetzt muss ich mich heilen. Jetzt kann ich nicht angreifen. Ja, asozial. Lester. Stachelflip. Los! Deine Nase! Das ist voll gemein, der trifft mich trotzdem. Muss ich dir auf den Kopf springen? Das macht ja nicht so viel Schaden. Das ist das Problem. Jetzt holen wir seine kleinen Dingsbums da raus. Das finde ich allerdings nicht so toll. Ich frage mich, wie viel Leben der hat. Nein, ich hoffe, den wollte ich das nicht machen. Mensch! Oh, 5 Schnitte wenigstens. Ich wollte das gar nicht machen. Das wollte ich das gar nicht machen. Mann! Ja, klar. Okay.
jetzt wieder böse. Du bist keine Wolke 7 mehr. Ich bin Typen trotzdem auf dem Kopf. Ich muss auf Wolke 9 machen, ey. So. Es ist nicht gut, wenn er mir zu viel Leben absaugt. Habe ich ein Problem. Oh oh, das wird knapp. Wenn der mir jetzt wirklich... Ach du Kacke! Was mache ich denn jetzt? Was mache ich jetzt? Was mache ich denn jetzt? Das ist nicht gut. Ich mache den Stachelwürfel. Die können Krachster mal wegsehen. Aber die verschwinden ja nicht mal. Ich hab eh schon so wenig Leben. Verpieselt euch. Das ist doch mal nicht normal. Nee. Geht weg da. Aha. Ist okay. Ja, ich weiß, dass Gefahr ist. Jetzt. Ja, jetzt sind nur die Kleinen, verdammt. Verpiesel dich. Okay. Oh Gott. Stirb. Stirb. Mein Gott. Was ist das jetzt? Ein Schumpfer. Okay. Oh Gott, speichern. Bitte speichern. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie ich nach Beavertown komme. Ich habe ehrlich gesagt keinen blassen Schimmer, wie ich nach Beavertown komme. Echt nicht. Aber ich weiß, dass ich mich jetzt heilen werde gehen. Dieser Blooper war ja echt... Bah, die... Das ging ja mal gar nicht. Das geht ja rein. Hallo. Mal gar nicht. Okay. Dann reden wir mal mit dir. Sei gegrüßt, alter Junge. Vor dir liegt der Wanderpfad, aber kennt Zielgruppe versperrt den Weg. Er ist ziemlich stark. Ich würde sogar sagen, brutal stark. Das ist vermutlich nicht so gut. Es gibt nichts, was ich tun kann. Ich muss eigentlich keinen Weg nach Cooperheim finden. Ich würde mal sagen, wir schnappen uns den mal vor. Bitte knöpfen uns den vor. Und vielleicht hätte ich die Lady nehmen müssen, weil die hat dauernd verdammt viel Schaden gemacht hat. Lass mich da vorbei.
Mein Bildschirm pennt wieder. So. Yo. Hey, du mit der Mütze, warte. Schönes Wetter, nicht wahr? Mein Name ist Kenzie Cooper, bitte merkst du dir, okay? Wenn du diese Straße benutzen willst, musst du mir 100 Münzen zahlen. Es tut mir sehr leid, aber so ist es normal. Du zahlst nicht, du passierst nicht. Geld regiert die Welt. Ohne Geld läuft gar nichts. Du willst kämpfen, du musst verrückt sein. Zieh mich doch an, ich schelf dich. Nur um ehrlich zu sein, ich bin sehr, sehr stark. Willst du immer noch kämpfen? Nicht zahlen. Ich will kämpfen. Ah, ich verdrück mich dauernd. Lass mich. Ach, Gecko kacken, Mann. Ich hab doch kein Geld. Ich will gegen dich kämpfen, nur weil ich mich ganz verdrückt habe. So. Ich will kämpfen. Ich will kämpfen. Ah, geht doch. So, mein lieber Gumbario. Scan den lieben Kenzie Cooper mal. Das ist Kenzie Cooper. Er ist so raffgierig wie groß. Max hat bis 70 Angriff, 10 Verteidigung, 6. Man, manchmal vollführt er eine Stampfattacke mit seinem Panzer, die Attacke. Angriffskraft beträgt 3, seine Panzerattacke trifft auch deine Freunde wie mich, also verteidige dich gut. Aber wie bei allen Cooper steigen deine Chancen, wenn du ihn umkippst, dann fällt seine Verteidigung. Aber pass auf, sobald er wieder auf den Ballen ist, wieder angreifen. Und ganz nebenbei ist er nicht der größte Cooper aller Zeiten. Jemand hat mir gesagt, dass er früher im Cooperheim gelebt hat. Eine Schiffe ihn. Das ist ja mal wunderschön. Okay. Ist ganz okay, ich meine. Ist ja ganz okay, wenn wir uns so machen. Zack. So. Verdammt. So. Ah, ist okay. Ganz okay, ich meine. Ich meine, es ist ganz okay, oder? Wenn das so ist. Ich meine, ich mache es gerade nur Spaß, ja. Ich habe da irgendwie keinen Sinn darin, dass ich das schaffe. Also ich sehe da keinen Sinn darin, dass ich den Gegner das schaffe. Ich meine, dazu mache ich gerade ein bisschen Blödsinn. Und eben blockt Mario das nicht. Und Mario blockt das anscheinend nie. Ich meine, ist ja okay. Und ich sehe schon, dass ich das nicht schaffen werde. Weil ich zu blöd bin. Ja, weißt du, da ist im Buhu mal wieder wach und dann macht er so einen Scheiß. Wenn
einfach nicht immer am Kopf springen. Ja, yeah, ich bin Game Over. Okay, ich bin schlecht in diesem Spiel. Vor allem, weil ich mich da in dem Biberdorf nie nach Biberdorf finde. Das ist. Aber wenigstens haben wir gespeichert. Wenigstens haben wir davor gespeichert. Und ja. Ich würde sagen, das war's mit diesem Part und ich mache mich mal schlau, wie ich nach Biebertown komme. Ich habe echt keinen blassen Schimmer, wo ich da noch lang gehen soll. Also bis dahin, ciao, ciao.